liebe Freundinnen und Freunde der heimischen Mundartdichtung. Ich möchte Sie namens der Kaltenbrunner Runde Enns hier in dem schönen Auersbergsaal ins Eck zu unserer Herbstlesung Der Sommer ist immer recht herzlich begrüßen. Sommer, liebe Leute, das ist von 30 bis 50 Dezember. Da rennt das Werk geschwinder schon. Schaut aus, als rennt man Zeit davon. Von 50 bis 60, Altweiber Sommer. Und das ist auch nicht gerade das Dumme. Da musst du öfters einmal rosten, kamrigst vom 60er und schon rosten.
Langsam kommt der Herbst an drei, da ist Trauriger vorbei. Du wie im Herbst kannst auch im Leben nur recht viel Sonn und Freuden geben. Gerade Zeit muss man sich halt mehr nehmen. Man wird bei allen ein wenig bequemer. Das ist der Herbst. Und gleich dahinter wird ungeduldig schon der Winter. Und oft kommt für die alten Leute auch gewiss nur recht eine schöne Zeit. Obwohl man weiß, dass oft bestimmt ein kein neues Vorjahr nicht mehr kommt. Von 60 bis 100 wird es eng länger, der Lebensabschnitt ist der länger. Verträgt. Das Mittagessen hat nicht geschmeckt. In der Nacht war es viel zu laut. Am liebsten hätte ich in Hut drauf gehauen. Das ist nicht gegangen. Bist du ja eine ganze Woche dort gefangen. Endlich dann daheim. Ich weiß nicht. Ankommen. Die Verwandtschaft in Empfang gleich nur die erste Frage. Kennt ihr gar nicht anders sein? War es im Urlaub recht schön? Ja, es war ganz wunderbar. Was glaubt ihr denn sonst? Das ist doch klar. Altes Gemäuer, Tor und Turm. Sie geben Raum zum Leben. In alten Balken nagt der Wurm, dem schmalen Gässchen wird ein Sonnenstrahl gegeben. Aus festen Quadern ist der Weg, poliert seit Menschendenken. Am Platz das Rathaus, drinnen die, die die Geschicke lenken. Ein Brunnen, Wasserspiel im Licht, die Glocke ruft die Stunden. Und hoch am Turm, ums Kupferdach, ziehen Falken ihre Runden. So wunderbar war sie erdacht, die schöne alte Stadt.
Und da wirft sich die Frage auf, was haben wir aus ihr gemacht? Des Platzes einstige Proportion, kühn gezeichnet mit Bedacht, von Parkplätzen und Wirtezelten aufs Gröblichste kaputt gemacht. Das Pflaster, einstmals gut genug den Armen und den Reichen, musste leider Zug um Zug einem Asphaltband weichen. Die Mauern weg und auch das Tor, das drin und draußen trennte. Für die Führungen ins Einst bleiben nur Fragmente. Der Stadtturm steht noch, welch ein Glück, war Feuerwach und einzige Uhr, rentiert sich nicht, ihn abzubauen. Es wären 4 Parkplätze. Ob Stein am Rhein, ob Rothenburg, wir lieben solche Städte. Sie geben uns so ein Gefühl, dass unser Herz dort Heimat hätte. Du mittelalterliche Stadt, was ist geheimnisvoll an dir? Was zieht uns so in deinen Bann? Bitte Stadt, verrat es mir. Dem Bürgermeister, Stadtbaumeister, allen Meistern ihres Fachs, sei es auf den Weg gegeben, die alte Stadt ist gut genug, auch für modernes Leben. Versucht euch lieber vor der Stadt und zeigt es euren Ahnen, dass auch ihr in der Lage seid, Vernünftiges zu planen. Soweit man sieht vom alten Turm, ist es bisher nicht gelungen, Stil und Ordnung zu erkennen, gezeichnet von den Jungen. Die Zwänge der modernen Zeit, sie sind bekannt. Uns allen, vom Zeichenstift zum Rechenstift, lasst euch das nicht gefallen. Wer jemals die Akropolis im Sonnenlicht gesehen und rundherum den Häuserbrei der Neustadt von Athen, der weiß, wovon ich spreche. Und auch vielleicht, warum ich für die gute alte Stadt hier eine Lanze breche. Applaus.